Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer ganzen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einem bereisten Land von mir vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um das Land Südafrika. Ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel auch direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich hier nicht, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm, den ich euch hier oben noch einmal verlinkt habe. Auch wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Das kann schon ein paar Jahre her sein, will sagen, manche Details können sich auch einfach geändert haben und ihr solltet euch also nicht ausschließlich auf Informationen aus diesem Video verlassen, sondern euch darüber hinaus noch weiter informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten natürlich die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. Ja, so dann beginnen wir mit meinen Tipps zur Anreise. Die Anreise erfolgt beispielsweise per Linienflug über die großen Hubs von Dubai, Addis Abeba oder über Johannesburg. Condor fliegt Kapstadt auch direkt aus Deutschland an. Für Condor empfehle ich schon mindestens ein Dreivierteljahr vorher mal nach einem passenden Flug zu suchen und ihn auch zu buchen. Linienflüge lassen sich oft noch wesentlich kurzfristiger finden. Die Preise für Hin- und Rückflug schwanken so im Bereich zwischen 600 und 1000 Euro. Beim Flughafen OR Tambo in Johannesburg wird das internationale Gepäck zur Zieldestination direkt durchgecheckt. Steigt man jedoch hier auf einen Inlandsflug um, muss man vor Ort richtig einreisen, das heißt den Koffer abholen und nach der Immigration neu aufgeben. Am Einreiseschalter wird per Infrarotkamera die Körpertemperatur gemessen. Liegt diese innerhalb normaler Werte, wird man dem Immigration-Schalter zugewiesen. Hier wurden mir nur unwesentliche Fragen auf Englisch gestellt. Woher kommen Sie? Wie lange wollen Sie in Südafrika bleiben? Und warum sind Sie hier? Ja, man bekommt darauf einen Stempel in den Pass und kann dann die Reise starten. Das Körperscreening geschieht übrigens vor dem Hintergrund, Menschen zu erkennen, die möglicherweise an einer Gelbfieberinfektion leiden. Für Flüge, die aus einem Gelbfiebergebiet kommen, unter anderem mit Zwischenstopp von mehr als 10 Stunden, ist eine Gelbfieberimpfung bei Einreise nachzuweisen. Für Flüge aus Deutschland wird sie nicht verlangt. Land und Leute. Südafrika ist gar nicht so klein, das heißt die Wegstrecke von Kapstadt nach Johannesburg beläuft sich auf etwa 1800 Kilometer. Während das Hinterland an vielen Stellen wüstenhaft und gar nicht so interessant daherkommt, sind besonders von der Natur- und Tierwelt die Südküste und der östliche Teil des Landes mit dem weltbekannten Krüger Nationalpark sehenswert. Der Südafrikaner an sich ist kommunikativ und überaus freundlich. Manche kommen auch etwas cool daher, wie man das auch von der Afro-Bevölkerung aus den USA her kennt. Anfangs mag es für europäische Besucher aber eine gewisse Eingewöhnungsphase im Land geben, da man mit heller Hautfarbe in der Minderheit ist. Internetquellen sprechen von einem Anteil von 7% in der Bevölkerung. Aber Südafrika bezeichnet sich selbst ja als Regenbogennation. Tatsächlich ist man aber das freundliche Miteinander, speziell in touristischen Gebieten, ohnehin gewöhnt. Auch wenn im Land 13 verschiedene Sprachen gesprochen werden, ist Englisch recht dominant. Das heißt, die Grundverständigung gelingt in jedem Fall, wenn auch mit landestypischem Akzent. Leider ist Südafrika eine Zweiklassengesellschaft, das heißt, die Schere zwischen Arm und Reich ist recht weit aufgeklappt. Und auch schon kurz nach der Ankunft wird das schon relativ schnell bei einer Überfahrt über Land deutlich. Das Stromnetz in Südafrika hat 220 Volt und es ist ein Adapter erforderlich, und zwar die Dreiecksformation mit den recht dicken runden Stiften. Unsere deutschen Schuko bzw. Eurostecker passen nicht. Das Stromnetz ist an manchen Orten nicht so verlässlich wie in Deutschland. Stromausfälle kommen, ich sag mal, je ländlicher desto möglich, vor, und auch das zum Teil für mehrere Stunden. Man lade daher also die Akkus vorsorglich häufiger auf. Eine Taschenlampe sollte also auch selbstverständlich zum Reisegepäck dazugehören. Und auch nicht nur wegen den Stromausfällen, sondern auch weil die nächtliche Beleuchtung verglichen mit unserer doch teilweise eher dürftig gestaltet oder mancherorts auch einfach schlichtweg gar nicht vorhanden ist. Internet. Ja, WLAN ist in den Hotels und Lodges meist gratis, aber gern mit einem Passwort oder Zugangssystem gesichert. Es ist gelegentlich langsam, instabil oder nicht funktionell und in manch besserem Hotel werden dem Gast nur wenige 100 Megabyte zugestanden. Die Abdeckung des Mobilfunknetzes ist gut ausgebaut. Auch in ländlichen Gegenden hat man mindestens 2 von 5 Balken Empfang. Platzhirsch unter den Providern ist Vodacom. In Südafrika bezahlt man in südafrikanischen Rand, abgekürzt ZAR.
Bargeld spielt in Südafrika auch immer noch eine relativ große Rolle. Man sollte stets eine ausreichende Menge an Bargeld mit sich führen. Nicht überall ist nämlich Kreditkartenzahlung möglich. Geldautomaten, diese heißen hier ATM, finden sich zum Beispiel in Einkaufsmalls oder an Tankstellencentern und natürlich auch an den größeren, typischen Einfallstoren, sprich den großen Flughäfen. Vielleicht sollte man keinen Automaten in einer scheinbar unübersichtlichen oder ärmeren Gegend wählen. Die vorgenannten Möglichkeiten erscheinen aber doch oft gut situiert und auch vor allem sicher. Das Thema Übernachten. Ja, das Hotelgewerbe ist in Südafrika vorhanden, aber das Bed-and-Breakfast-Modell überwiegt. An großen Hauptstraßen finden sich gelegentlich B&B-Schilder, die auf Übernachtungsmöglichkeiten hinweisen. Auch gibt es große braune Schilder mit einem Bettsymbol. Übernachtungen können meist bequem per Internet vorreserviert werden und kosten allgemein zwischen 400 und 2000 Rand. Die Camps in den Nationalparks, ja vor allem der Krüger Nationalpark, sollten zwingend weit im Voraus gebucht werden. Besonders zum Heritage Day, dem Nationalfeiertag am 24. September, ist möglicherweise nichts mehr zu bekommen. Generell sollte man Übernachtungen rechtzeitig reservieren, da die Lodges zum Beispiel nur wenige Zimmer verfügbar haben. Abends auf gut Glück eine Bleibe zu suchen, kann ich nicht empfehlen. Rezeptionen und Zugangstore sind möglicherweise schon ab 19, 20 Uhr geschlossen. Zur Übernachtung gehört so gut wie immer ein deftiges Frühstück dazu, ausgenommen natürlich bei den Self-Catering-Lodges. Im Gegensatz zu anderen Ländern kann das Übernachtungserlebnis in Südafrika besonders individuell ausfallen. Durch die unterschiedliche Gestaltung der Lodges bzw. Privathäuser hat man ein eher persönliches Verhältnis zu seinem Gastgeber im Vergleich zu einem Hotelbetrieb. Weiterhin sind die Unterkünfte besonders individuell gestaltet. Im Großraum Kapstadt trifft man gelegentlich auch auf deutsche Auswanderer, die ein Gasthaus betreiben. Einkaufen und essen gehen. Ja, Supermärkte heißen hier Pick and Pay, Checkers oder Spar. Die Supermarktkette Spar ist auch mit größeren Filialen in größeren Ortschaften präsent. Das Warenangebot entspricht etwa dem deutschen Standard. In ländlicheren Bereichen gibt es Dutzende Straßenhändler, die Waren des täglichen Bedarfs anbieten. Wer schnelle Einkaufsmöglichkeiten unterwegs bevorzugt, kann auch an diversen Tankstellen zum Beispiel Trinkwasser und kleine Snacks erwerben. Das typisch südafrikanische Frühstück besteht indes vorneweg aus Müsli, aus ein oder zwei Eiern, dazu Bacon und gegebenenfalls einem Würstchen, Tomate oder Pilzen, dazu Beilagen. Ja, ansonsten werden noch zwei Scheiben Toast gereicht. Einheimische Fastfood-Ketten heißen in Südafrika zum Beispiel Steers oder Wimpy. Daneben gibt es noch Nandos, KFC und McDonald's. Tipps für ein gutes Restaurant geben die Bediensteten von Hotels oder der Bed and Breakfast Bleibe sicherlich sehr gerne. Nicht zu vergessen, die Südafrikaner lieben Gegrilltes. Hier spricht man aber weniger vom Barbecue, sondern vielmehr vom Braai. Mietwagen sind in Südafrika sehr preiswert und teilweise schon ab 18 Euro am Tag zu haben. Selbst Geländewagen sind bezahlbar. Weiterhin sind die Einwegmieten unschlagbar günstig, weshalb es sich zum Beispiel lohnt, von Kapstadt nach Johannesburg One-Way mit interessanten Zwischenstopps zu reisen. Die Einreise in viele benachbarte Länder ist möglich, das muss der Mietwagenstation allerdings deutlich vor Anmietzeit mitgeteilt werden. Möglicherweise fallen dabei auch Gebühren an. Die Anmietung sollte vorab über einen deutschen Anbieter erfolgen, weil dann oft noch ein besserer Versicherungsschutz zum Paket gehört. Außerdem sind Freikilometer dann auch inklusive. Die Abholung des Wagens klappte vor Ort mit dem deutschen Führerschein. Bei der Anmietung ist wie üblich eine Kreditkarte erforderlich, die in meinem Fall mit einer Sicherheit von 1250 Rand belastet wurde. Autofahren und Mobilität. Zwar genügt der nationale Führerschein, doch der internationale Führerschein wird im Fall von Polizeikontrollen offiziell empfohlen. Bei einer Kontrolle wurde der deutsche nationale Führerschein, also die Karte, aber anstandslos akzeptiert. Solche Kontrollen kommen vergleichsweise häufig vor. Es herrscht Linksverkehr mit der üblichen Rechts-vor-Links-Regel. Ist eine Kreuzung mit vier Stoppschildern ausgestattet, also das typische Four-Way-Stop, fährt das Fahrzeug zuerst los, welches zuerst angekommen ist. Die größeren Hauptstraßen sind breit ausgebaut. Fehlt eine Überholspur, macht das langsamere Fahrzeug Platz, indem es auf den geteerten Randstreifen zieht und das schnellere passieren lässt. Gern wird sich mit einem kurzen Warnblinkzeichen bedankt und mit Fernlicht quittiert. Es gibt relativ viele Geschwindigkeitskontrollen in der Form, dass Bedienstete am Straßenrand mit einem Radarmessgerät sitzen und auf Schnellfahrer warten. Man bekommt aber im Laufe der Zeit ein gewisses Gefühl dafür, wann man schneller fahren kann und wann nicht.
Auf groß ausgebauten Schnellstraßen wird mit 120 km/h gefahren, ansonsten mit 100 km/h. In Ortschaften pendelt die Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen 60 und 80 km/h. Aber Vorsicht, besonders in ärmeren Gegenden laufen viele Menschen an den Straßenrändern entlang, gepaart mit freilaufenden Kühen, Ziegen oder Hunden. Man kommt schnell zur Frage, wo die ganzen Menschen herkommen oder wo sie hinwollen. Manche hoffen auf eine Mitfahrgelegenheit und winken sich zum Beispiel mit einem 100-Randschein ein öffentliches, eine Art Bustaxi heran. Denn das Nahverkehrsnetz ist de facto nicht wirklich vorhanden. Von der Benutzung von Vorortzügen in großen Städten rät das Auswärtige Amt ab. Halbwegs sicher sein soll der moderne Gautrain vom Flughafen in Johannesburg in die City. Entlang der großen Nationalstraßen wird Maut fällig, die zwischen 10 und 100 Rand schwankt. In Johannesburg gibt es ein elektronisches System. Mietwagen sind daher mit einem RFID-Tag ausgestattet. Die Abrechnung erfolgt über die Mietwagenfirma. In ländlichen Gegenden der großen Nationalstraßen besteht teils nur die Möglichkeit der manuellen Barzahlung. Die Vorbeifahrt an Durban kostet zum Beispiel 60 Rand, das entsprach damals 3,92 Euro. Die Qualität der großen Nationalstraßen, also N1, N2, ist mindestens abschnittsweise sehr gut. Teilbereiche der N2 können aber auch sehr schmal ausfallen, wo es dann eben entsprechend langsamer vorangeht. Ländlichere Straßen gleichen abschnittsweise Rollercoaster Roads und es besteht die Gefahr von Potholes, das sind tiefe Schlaglöcher. Tagesrationen von 700 Kilometer sind aber auf jeden Fall zu schaffen. Weniger interessant ist der Streckenabschnitt von Durban bzw. Johannesburg bis zum Addo-Nationalpark, der von vielen Reisenden gern per Flugzeug abgekürzt wird. Die Strecke der N2 ist im Hinterland sehr kurven- und gefälle-steigungsreich und führt durch einen recht armen Landstrich. Tankstellen heißen in Südafrika Energen, Caltex, Total oder Shell. Besonders letztere sind gern zu kleinen Shell-Cities ausgebaut, wo man neben der Tankstelle noch Geldautomaten, Geschäfte und Restaurants, Fastfood-Ketten oder zum Beispiel auch die südafrikanische Kette Steers anbietet. Der Tankvorgang wird von einem Bediensteten der Tankstelle vorgenommen, bei dem man auch bezahlt. Kreditkarten werden nur vereinzelt angenommen, man sollte also stets eine ausreichende Menge an Bargeld mit sich führen oder vor dem Tankvorgang einfach nach der Akzeptanz der Karte fragen. Eine Tankfüllung gibt es mit Stand 2015 für rund 420 Rand. Oft wird man auch gefragt, ob die Windschutzscheibe gesäubert werden soll oder der Ölstand noch okay ist. In ärmeren Gegenden wird für diese zusätzlichen Leistungen ein Trinkgeld erwartet. Speziell Safaris. Safari-Jeeps sind komplett offen gestaltet, aber der Fahrtwind kann recht steif blasen. Je nach Jahreszeit kann es früh morgens oder spät abends daher während der Fahrt sehr kalt werden. Also die warme Kleidung auf jeden Fall nicht vergessen. Zur Beobachtung der Tiere sollte ein Objektiv mit ausreichend Brennweite ins Reisegepäck. Die Tiere halten sich nicht immer unmittelbar am Wegesrand auf. Die Verteilung der Tiere ist gegebenenfalls sehr ungleichmäßig. Mal hat man einen Hotspot, an dem sich gleich viele aufhalten, dann fährt man wieder eine lange Zeit, bis die nächsten gesichtet werden. Unternimmt man geführte Safaris im Krüger Nationalpark, sollten diese rechtzeitig vorgebucht werden, da die Plätze möglicherweise schnell ausgebucht sind. Zur Buchung erstellt man sich auf der Sunparks-Webseite einen Account und kann von dort dann auch die entsprechenden Camps buchen. Die Aktivitäten werden von den Camps aus angeboten und können über die Webseite direkt zur Übernachtung hinzugebucht werden. Am Olfanz-Camp war vor Ort auf einer Tafel per Kreide aufgeschrieben, welche Tiere während der jüngsten Morgen- und Abendsafari gesichtet wurden. Fahrzeuge sollten im Park nur an gekennzeichneten Stellen verlassen werden und dann auf eigene Gefahr. Je größer und kräftiger die Tiere, desto mehr stellen sie auch eine gewisse Gefahr für das Fahrzeug selbst dar. Ein Elefant kann das Auto ohne Probleme zerdrücken oder umwerfen. Und Elefanten immer auch aus sicherer Entfernung beobachten. Und auch wichtig, man darf ihnen niemals den Weg abschneiden. Ranger weisen zudem darauf hin, dass Hippos zu den gefährlichsten Tieren Südafrikas zählen. Jährlich fallen ihnen etwa 2000 Menschen zum Opfer. Und auch wenn der Krüger Nationalpark auf eigene Faust durchfahren werden kann, sind geführte Safaris dennoch zu empfehlen, da die Tourguides detailliertere Erfahrungen im Auffinden von Tieren und Fährtenlesung haben und auch gegebenenfalls andere Routen durch das Gelände nehmen, die man mit dem PKW nicht gefahren wäre. Generell sollte man nicht nur eine Safari unternehmen, sondern mindestens zwei, denn jede verläuft anhand der Sichtung anders. Während der Krügerpark ein Nationalpark ist, lohnen sich auch solche in Privatreservaten. Das sind dann die sogenannten Game Drives.
Die Entfernungen auf der Kap-Halbinsel sind nicht groß, die Straßen aber doch recht stark befahren. Um genug Zeit für Kapstadt selbst zu haben, sollte man die Übernachtung vielleicht in der Innenstadt wählen, da der Transit in die Vororte eben Zeit kostet. Morgens wollen alle in die Stadt rein, abends alle gleichzeitig raus. Je nach Jahreszeit empfiehlt es sich, nicht nur einen Tag in Kapstadt zu verweilen, sondern mehrere. Der Tafelberg kann abschnittsweise wolkenverhangen sein und dann ist der Table Mountain eben auch closed. Ein Return-Ticket für die Seilbahn kostet mit Stand 2015 240 Rand für einen Erwachsenen und das ist auch mit Kreditkarte bezahlbar. Es lohnt sich, die Tickets bereits online vorab zu kaufen. Zu Stoßzeiten kann es nämlich sein, dass das Personal die Wartenden in zwei Schlangen aufteilt, eine mit und eine ohne Ticket. Die ohne Ticket werden deutlich benachteiligt und gefühlt im Verhältnis 1:3 eingelassen. Alternativ kann man auch One-Way hochfahren und zu Fuß wieder herunterlaufen. Das Kap der guten Hoffnung sollte man indes gleich am besten am Vormittag besuchen. Nachdem man seine 110 Rand Eintritt für eine Person und ein Auto bezahlt hat, sind es von der Einlassstation über eine schmale Straße noch gute 10 Kilometer bis zur berühmten Bucht. Mit dem Auto kann man bis auf ca. 20 Meter direkt vor das Schild heranfahren. Da es sich um eine Hauptattraktion Südafrikas handelt, kann man allerdings gleich mit mehreren Reisebussen rechnen, welche das Cape of Good Hope zugleich aufsuchen. Wenn die ihre Fracht entladen, kommt man erstmal kaum mehr an das berühmte Schild heran. Neben dem Kap der guten Hoffnung gibt es noch den eigentlichen Cape Point. Die Straße führt zu einem höher gelegenen Parkplatz, von dem man aus per Funicula, also einer Seilbahn, hoch zum Leuchtturm fahren kann. Ein Return-Ticket hatte hier für mich ungefähr 55 Rand gekostet. Oder alternativ kann man natürlich auch wandern. Der Höhenunterschied ist recht immens, verspricht aber dafür eine grandiose Aussicht über die südliche Kap-Halbinsel. Im Table Mountain Nationalpark hat man die Möglichkeit, Strauße und Baboons, also Affen, zu beobachten. Stichwort Malaria. Ungeachtet der folgenden Worte sollte man auf jeden Fall den Rat eines Tropenmediziners heranziehen. Allerdings habe zumindest ich die unterschiedlichsten Aufklärungstexte gelesen. Besonders Informationen in Lodges, die in Malaria-Randbereichen gelegen sind, kann man so lesen wie, ja, gibt's aber nicht bei uns. Viele Ausführungen, die man zum Thema findet, argumentieren also stets im Bereich der Wahrscheinlichkeit. Fakt ist, der Krügerpark liegt voll und seine Randbereiche zur Hälfte im Malaria-Gebiet. Fakt ist auch, zur Regenzeit, also im Sommer, also von Oktober bis März, ist mit erhöhtem Insektenaufkommen bzw. erhöhtem Auftreten der Krankheit zu rechnen. Das heißt auch mit Moskitos, die den Erreger möglicherweise in sich tragen können. Nicht jede Mücke ist dabei infiziert und auch Prophylaxe-Medikamente haben möglicherweise ihre Tücken mit der Verträglichkeit. Generell problematisch ist die From Dusk to Dawn Zeit, also von Dämmerung zur Dämmerung, in welcher die entsprechenden Mücken unterwegs sind. In der Trockenzeit im September habe zumindest ich keine einzige Mücke im Krügerpark gesehen. Generell gab es aber bis auf wenige Fliegen keine Insekten. Für diese Zeit kann es genügen, nur eine Standby-Medikation für den Notfall griffbereit zu haben. Den Krügerpark zum Beispiel im September zu bereisen, kann man also durchaus in Betracht ziehen, wenn einen die bis dato eher braune Vegetation nicht stört. Die Bäume schlagen ja gerade erst aus. Generell kann auch die Kombination aus folgenden Punkten zu einem gewissen Schutzschild führen. Unter einem Moskitonetz schlafen, die Malaria übertragenden Mücken ja, sind wie beschrieben nachtaktiv, bedeckende Kleidung tragen, Mückenschutzmittel auf ja, unbedeckte Hautstellen auftragen, besonders die Knöchelbereiche und hier wichtig Mittel verwenden, die so 20-40% DEET-Anteil aufweisen. Riecht gut, finde ich im Übrigen. In geschlossenen Räumen schlafen, gegebenenfalls die Klimaanlage einschalten, die Biester mögen nämlich keine Kälte. Und nicht zuletzt die medikamentöse Prophylaxe. Bekannte Medikamente sind Malarone oder Lariam. Die detaillierte Beratung ist durch einen Arzt vorab zu klären. Nochmaliger Hinweis, dieser Abschnitt hier ersetzt keine ärztliche Beratung. Sicherheit und Südafrika sind wohl gern in der Reiseplanungsphase gesuchte Stichworte. Aber wie ich schon in meinem eigentlichen Film feststellte, habe ich vor Ort ein ganz anderes Südafrika kennenlernen dürfen. Wenn man aber vorab eben doch im Internet danach sucht, kommt man möglicherweise zum Schluss, besser nicht, ich bleib zu Hause. Obgleich, es gibt so viele Reiseberichte von Leuten, die 10 oder mehr Reisen nach Südafrika gemacht haben und wo einfach auch wirklich nie was passiert ist. Wer sich alleine nicht traut, der kann natürlich auch auf eine Reisegesellschaft setzen. Besonders aber das eigene Verhalten und die Aufenthaltsorte beeinflussen natürlich die Wahrscheinlichkeit der Sicherheit.
denn die vorherrschende Zweiklassengesellschaft hat leider zur Folge, dass die Kriminalität an manchen Stellen gemäß den Statistiken im Vergleich zu Deutschland erhöht ausfällt. Dennoch tritt sie meist nur an Stellen auf, wo sich Touristen ohnehin nicht aufhalten oder aufhalten sollten. Daher kann Südafrika eigentlich genauso individuell bereist werden wie andere Länder. Man reist von Interessenspunkt zu Interessenspunkt und fährt an unangenehmeren Ecken einfach problemlos vorbei. Das Bild, das die Medien über Jahre von diesem Land gezeichnet haben, ist daher also zumindest ein bisschen differenziert zu sehen. Eine Einheimische dazu, das war ihr O-Ton, "It's a shame what the media describes." Sollte man also zum Beispiel nicht nach Deutschland reisen, nur weil in einem bekannten Viertel einer deutschen Großstadt mal wieder Fensterscheiben zu Bruch gegangen sind oder Molotow-Cocktails geflogen sind zu einem gewissen Datum im Jahr? Naja, außerdem, wer fährt freiwillig durch ein ärmeres Township oder Slum, geschweige denn hält dort an oder steigt sogar noch aus? Auf dem Land und in den Nationalparks kann man sich ohnehin freier bewegen, die großen Städte sind in Teilen etwas problematischer. Dem Reisenden spielt da sozusagen in die Hände, dass die südafrikanischen Städte nicht zwangsweise von den meisten Touristen angelaufen werden. Die Interessenspunkte liegen, zumindest meiner Meinung nach, bis auf wenige Ausnahmen, zum Beispiel das Regierungsgebäude in Pretoria, Soweto in Johannesburg und Kapstadt, also eher außerhalb. In den Nationalparks sind viele Besucher mit teurem Fotoequipment unterwegs, lange Brennweiten jenseits der 300 mm sind oft zu sehen. Auch am Flughafen Johannesburg sieht man Reisende mit Tabletcomputern, Smartphones und Kameras. Eine gute Regel lautet, Umgebung beobachten, wie verhalten sich die anderen, mit welchen Gegenständen hantieren sie und das eigene Verhalten der Umgebung entsprechend mit den Wertgegenständen anpassen. Das gilt nicht nur für Südafrika, sondern eigentlich für alle Länder, die man besucht. Sprich, laufen Leute mit teuren Kameras an einem Ort herum, kann man überlegen, die eigene auch rauszuholen. Verstecken die Leute ihr Equipment ganz schnell wieder, weg damit oder mit unauffälligen Minikameras arbeiten. Darauf achten sollte man auch, den PKW über Nacht nicht offen auf der Straße stehen zu lassen, sondern am besten auf abgeriegelten Grundstücken, Tiefgaragen oder bewachten Parkplätzen. Letztere sind oft durch Stacheldraht oder auch Elektrozäune gesichert. Ein guter Tipp ist auch, zum Beispiel die Vermieter von Hotels oder B&Bs zu fragen, ob die Gegend sicher ist oder ob man vielleicht doch besser das Auto nehmen sollte. Letzteres gibt dem Reisenden ohnehin einen gewissen Schutz. Wer würde sich schon einem fahrenden Auto in den Weg stellen? Dennoch ist der Tipp des Auswärtigen Amtes sinnvoll, Wertgegenstände nicht sicher sichtbar im Auto liegen zu lassen. Obgleich, also ich meine, man sieht halt auch schon einheimische Autofahrer, wo irgendwelche Navis oder Handys in der Windschutzscheibe montiert sind. Oder sie hantieren ganz auch einfach mit ihrem Smartphone während der Fahrt damit umher. Stellt man das Auto ab, sollte auf jeden Fall nichts Wertvolles im Innenraum sichtbar herumliegen. Darauf weisen auch viele Schilder an sehenswerten Punkten hin. Gleichlautende Schilder findet man aber genauso in Australien oder Neuseeland, die vergleichsweise als sichere Reiseländer gelten. Mein subjektives Fazit: Die Südafrikaner sind freundlich, hilfsbereit und bleiben eigentlich auf respektvollem Abstand, sofern man es nicht mit den Ärmsten der Armen zu tun hat, die möglicherweise mit einer gewissen Penetranz um Geld oder Wertgegenstände bitten. Schließlich kämpfen sie um ihr tägliches Überleben. Das waren in Kürze meine Tipps zum Land Südafrika. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge einfach anders empfunden habt. Ja, dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich euch überlassen. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst natürlich auch nicht, diese kleine Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr auch in Zukunft keine Videos verpasst und eine Benachrichtigung bekommt. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und bis zum nächsten Video und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.